Von Tieren lernen. Trainer, du sagst, wir können von allen Menschen und allen Wesen lernen. Hast du Beispiele? Die Tierwelt zeigt uns viele Beispiele und Vorbilder. Der Mensch kann alle guten Eigenschaften von Tieren wie Vögel, Insekten und Würmern lernen. Der Esel wird mit Geringschätzung angesehen. Doch die Eigenschaft der Geduld, die der Esel hat, ist nicht einmal im Menschen zu finden. Wie groß auch die Menge der Lasten ist, die dem Esel auf seinen Rücken geladen werden, er trägt sie geduldig. Bleibt sein Gesichtsausdruck ruhig und gelassen. Der Mensch kann somit die Eigenschaften Geduld und Duldsamkeit von dem Esel lernen. Die Ameise ist eine der kleinsten unter den Insekten. Doch sie besitzt die Eigenschaft der Vorausschauung. Mit vorausschauendem Wissen auf kommende, regnerische Zeiten sammelt und lagert sie Nahrung 3 Monate vor der Regenzeit. Dann gibt es die Spinne. Entschlossenheit ist eines ihrer Merkmale. Wie viele Male ihr Netz auch zerstört wird oder bricht, die Spinne geht hin und erneuert ihr Netz mit schonungsloser Entschlossenheit. Habe in Zukunft keine Angst mehr vor der Spinne. Sie ist jetzt mein Vorbild. Aufgabe: Entschlossenheit lerne ich von Geduld und Duldsamkeit von vorausschauendes Handeln von